Ja, liebe Griechen, schön, dass ihr alle hier seid. Ich habe es ja versprochen, wir nehmen uns heute mal als Wiederholung das Partizip vor. Eine echt heftige Arbeit, deswegen das Bild. Aber ich denke, wir kriegen es alle gut hin. Ist ja nichts Neues. Ist ja. Bevor wir zur Übersetzung kommen, erst nochmal ein Blick auf die Formen. Wir werden es nicht so im Detail durchmachen, aber es ist ja einfach doch wichtig, dass ihr die Partizipformen auch erkennt. Im Präsens lauten sie paideion, paideiusa, paideion, im Aktiv und im Medium Passiv paideiomenos, paideiomene, paideiomenon. Diese weibliche Form usa und diese drei Formen, die gehen einfach nach der A- und nach der O-Deklination. Ich denke, die brauchen wir nicht anschauen. Entscheidend ist aber vielleicht paideion, das geht nach der dritten Deklination, also paideion, paideiontos, paideionti, paideionta, paideiontes, paideionton, paideiusi. Paideiontas. Im Neutrum Abweichungen wäre Paideion, nochmal Paideion und im Plural Paideionta. Achtung, diese Form bietet natürlich Verwechslungsgefahr. Das könnte man mit Sie erziehen verwechseln, also mit der dritten Person Plural. Futur macht eigentlich keine großen Schwierigkeiten, genau das gleiche, nur mit einem Sigma dazwischen. Dann können wir gleich zum Aorist kommen. Da haben wir im Aktiv Paideusas, Paideusasa, Paideusan. Dann haben wir im Medium Paideusamenos, Paideusomene, Paideusamenon. Und Achtung, im Aorist haben wir ja getrennte Formen für Medium und Passiv, Paideuteis, Paideutesa, Paideuten. Und gerade diese Passivformen, die werden oft einfach mal übersehen, also achtet da gut auf das Theta. Auch hier schauen wir uns die Deklination an, und zwar erstmal bei denen auf Sas, Santos, Paideusas, Paideusantos, Paideusanti, Paideusanta. Paideusantes, Paideusanton, Paideusasi, Paideusantas. Und im Passiv Paideuteis, Paideutentos, Paideutenti, Paideutenta, Paideutentes, Paideutenton, Paideutesi und Paideutentas. Was fehlt uns noch? Das Perfekt, Pepaideukos, Pepaideuköia, Pepaideukos und im Medium Passiv wieder Pepaideumenos, Pepaideumene und Pepaideumenon. Auch hier im Blick auf die Formen, pepaidoikos, pepaidoikotos, pepaidoikoti, pepaidoikota, pepaidoikotes, pepaidoikotum, pepaidoikossi und pepaidoikotas. Damit sind wir alle Formen durch. Damit könntet ihr auch schon die ersten beiden Übungen auf dem Arbeitsblatt machen, um euch das ein bisschen einzuprägen. Wir kommen hier zweitens gleich zur Verwendung. Es gibt im Griechischen drei Verwendungsweisen des Partizips. Es kann attributiv, adverbial und prädikativ gebraucht sein. Die gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Zunächst mal das attributiv gebrauchte Partizip. Das hat entweder eine Artikelwiederholung oder eine geschlossene Wortstellung. Also, hotales, jetzt wird der Artikel wiederholt, hotales, ho, zeton, jetzt können wir was reinstellen, hotales, ho, tates physios, zeton, ten archaen, ton onton, hydor, hypoptoisen. Versucht's mal. Oder die andere Möglichkeit, jetzt mit einer geschlossenen Wortstellung, hortales und rein kommt dann das Zeton innerhalb der geschlossenen Wortstellung. Versucht's mal den Satz zu übersetzen. Thales, der die Dinge der Natur, jetzt habe ich es mal wörtlich gemacht, untersuchte, vermutete, dass der Anfang des Seienden das Wasser war. Und ihr seht's, wir übersetzen es mit einem Relativsatz. Also anders als im Lateinischen können wir nicht pauschal einen Relativsatz machen, sondern einen Relativsatz nehmen wir, wenn der Artikel wiederholt wird oder eine geschlossene Wortstellung vorliegt. Ich habe noch ein paar Beispiele. Übersetzt doch mal bitte diesen Satz. Eine Dienerin tadelte den Philosophen, der in dem Brunnen gefallen oder in einem Brunnen gefallen war. Erinnert euch an die Geschichte, Thales schaut in den Himmel und fällt dann in einem Brunnen. Also fassen wir zusammen, attributiv gebrauchtes Partizip erkennen wir an der Artikelwiederholung oder der geschlossenen Wortstellung und übersetzen es mit einem Relativsatz. Da gibt es jetzt noch einen Spezialfall, das Partizip kann einfach substantiviert sein. Hoi, ten, ton, onton, archon, se, tuntes. Physikoi onomazontai. Übersetzt doch mal bitte diesen Satz.
Die, die den Urstoff der Dinge suchen, werden Physikoi genannt oder die Suchenden nach dem Urstoff der Dinge. Und ihr merkt es eben heute, tun das, bezieht sich auf nichts anderes, wird selbst zum Subjekt, wird also substantiviert. Fassen wir das zusammen. Dazu gehört auch das substantivierte Partizip. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten, zum adverbial gebrauchten Partizip. Wir starten gerade mit einem Beispiel. Hotales eis ton uranon plepsas es frear en episen. Ihr seht also, der Artikel ist nicht wiederholt. Wir haben keine geschlossene Wortstellung. Wir haben ein adverbial gebrauchtes Partizip. Wie gehen wir vor? Zunächst mal lassen wir diesen ganzen Adverbialblock, also von eis ton uranon bis plepsas, weg. Und uns bleibt über hotales eis frear en episen. Das übersetzt ihr bitte erstmal. Alles fiel in den Brunnen. Und jetzt ist ganz wichtig, das passiert so jedes dritte Mal, wo ich was lese oder korrigiere, dass das nochmal verändert wird. Das darf aber nicht sein, sondern dieser Rahmen, der bleibt jetzt erhalten und wir bauen den Rest ein. Thales eher in den Himmel geblickt hatte und jetzt haben wir so diese typische Reihe von Konjunktionen, also temporal, kausal, konditional, konzessiv und modal. Das Zeitverhältnis spielt im Griechischen keine Rolle. Plepsas drückt nur aus, es ist punktuell, aber wir können die Vorzeitigkeit natürlich zum Ausdruck bringen und uns eine passende Konjunktion aussuchen. Ich lese es ganz oft, als Thales in den Himmel fiel, blickte er in den Brunnen oder sowas. Also das ist ganz wichtig, dass ihr euch erstmal eben über das finite Verb ins Klare kommt und diesen Partizipialblock weglasst. Manchmal gibt es eine Hilfestellung für die Wahl der Konjunktion oder für die Wahl der Sinnrichtung. Das ist was anderes als im Lateinischen. Wenn nämlich hatte dabei steht, übersetzen wir es mit kausal und wenn keiper dabei steht, konzessiv. Ja, der Adverbialsatz ist einfach die erste Übersetzung, die wir wählen können. Natürlich gibt es wie im Lateinischen die drei Möglichkeiten, nämlich zunächst mal den Adverbialsatz, den hat man ja gerade. Dann die Beiordnung, Thales blickte in den Himmel und fiel daher in einen Brunnen. Da müsst ihr aber im zweiten Teil des Satzes dann irgendwie die Sinnrichtung zum Ausdruck bringen und den Präpositionalausdruck. Bei Blick in den Himmel fiel Thales in einen Brunnen. Fassen wir es zusammen. Beim adverbial gebrauchten Partizip haben wir unsere Sinnrichtungen temporal, kausal, konditional, konzessiv, modal. Wir übersetzen es mit Adverbialsatz, Beiordnung oder Präpositionalausdruck. Dazu jetzt mal ein paar Übungen. Ihr kriegt einfach Sätze, ihr drückt immer auf Pause und versucht dann und vergleicht dann eure Lösung mit der vorgegebenen. Und jetzt kommt gleich noch was dazu. Wir haben jetzt immer Fälle, wo das Bezugswort ton philosophon nicht im Nominativ steht. Was dann ganz wichtig ist, dass ihr im Deutschen im Adverbialsatz ein Demonstrativpronomen ergänzen müsst. Also wisst ihr, da ist der Philosoph, weil dieser in den Himmel geblickt hatte, in den Brunnen gefallen war oder in den Brunnen gefallen ist. Warum muss man das machen? In dem Fall wäre eher unproblematisch, aber in den nächsten Sätzen werdet ihr sehen, dass man mit einem bloßen eher einfach im Deutschen nicht mehr wissen, auf was er sich bezieht, deswegen das Relativpronomen. Pantes anthropoi tän sophien autou. Kuiper es frear empesontos et taumasan. Schaut bitte genau, worauf sich das empesontos bezieht und übersetzt es. Alle Menschen bewunderten seine Weisheit, obwohl dieser in einen Brunnen gefallen war. Ja, selbst hier würde er gehen, aber wenn zum Beispiel hier ein Name stand, Anaximenes bewunderte seine Weisheit, obwohl er in einen Brunnen gefallen war, dann wird es eben eindeutig, deswegen im Zweifelsfall lieber immer das Demonstrativpronomen setzen. Kai to kyros budaios euchonti oi ebuloisen. Auch dem Kyros gab er einen guten Rat, weil dieser ihn eifrig darum bat. Und da merkt ihr, hier braucht man das dieser.
Ja, wir kommen zum letzten Typ, das prädikativ gebrauchte Partizip. Prädikativ drückt sich schon aus, dieses Partizip geht eine ganz enge Verbindung mit dem Prädikat ein und das steht bei bestimmten Verben. Nämlich zunächst mal bei Verben mit der Bedeutung aufhören, anfangen, müde werden. Zum Beispiel hotales erche tates physios zeton. Erche heißt er begann. Und jetzt steht im Partizip einfach, womit er beginnt. Also, wie würdet ihr diesen Satz übersetzen? Thales begann, die Dinge der Natur zu erforschen. Genauso ist es bei Verben, die eine Gemütsbewegung zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, ich freue mich. Thales u eterpsato, eis frear en person. Thales freute sich nicht darüber, dass er in dem Brunnen oder in einem Brunnen gefallen war. Das dritte sind Verben der sinnlichen oder geistigen Wahrnehmung. Ho Thales emmaten, ho sofortatos on. Thales erkannte, dass er der Weiseste war. Also ihr merkt, im Lateinischen wird man hier ein ACI machen mit dem Akkusativ se sapientissimum esse, hier im Griechischen, on im Nominativ. Was anderes wäre ein ACP, wenn er das von irgendjemand anderen erkennt, zum Beispiel, dass der Kyros weise ist, dann wäre es ton kyron, sofort ton onta. Aber wenn es er selber ist, steht es als Nominativ im prädikativ gebrauchten Partizip. Ja, und dann kommt die größte Gruppe, die Verben des näher bestimmten Seins. Klingt ein bisschen holprig, also Verben, die immer eine Art des Seins zum Ausdruck bringen oder näher bestimmen. Zum Beispiel delosemi oder phanerosemi, ich tue offensichtlich. Diago, ich tue fortwährend. Lantano, ich tue unbemerkt. Euchomai, ich tue eiligst oder Hals über Kopf. Tynchano, ich tue zufällig oder gerade. Zum Beispiel hotales delos en eiston uranon blepon. Also wichtig ist bei all diesen Worten, ihr macht es aus dem Prädikat ein Adverb und macht es dann aus dem Partizip das Prädikat. Dann übersetzt es bitte. Thales schaute gerade in den Himmel. Fassen wir es zusammen. Das prädikativ gebrauchte Partizip verwenden wir bei Verben des Aufhörens, Anfangens, der Gemütsregung, der sinnlichen oder geistigen Wahrnehmung und des näher bestimmten Seins. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Üben und wir hören wieder voneinander. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.